Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir können jetzt endlich wieder zurück ins Küstenland. Wie ich ja schon sagte, das ist ja auf einem anderen Account. Deswegen musste ich den erst zu Ende spielen. Habe ich jetzt auch extra gemacht. Das heißt, nehmen jetzt das Küstenland auf. Blubber Strand. Hier hatten wir ja genau 24 Monde gesammelt. Und die machen wir jetzt weiter. Lila Coins hatten wir 79. Ich denke mal ganz okay. Okay, hinter uns befindet sich gleich eine. Angeblich. Ja, der Mond auch noch. Strandflora Therma Insel Samen. Okay, den haben wir. Fang über den Sonnenschirm. Ich wollte mich nur kurz umgucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich frage es mich immer wieder, habe ich den Mond schon? Egal. Ja, die sind halt jetzt alle hier weit verteilt. Ich porte mich jetzt einfach mal zum Leuchtturm. Hier ist nämlich ein Tic-Tac-Turnier. Da unten ist auch gleich noch eine Mondquaderröhre. Der gelbe Plessi scheint auch noch einen Mond mit sich zu führen. Und wir haben Küstenland-Tic-Tac-Turnier 3 auch geschafft. Ja, irgendwie komme ich da nicht hoch. Dann ist da unten noch ein Mond. Erkundung Unterwasserstraße West. Ich meine, in jeder Himmelsrichtung gab es so einen Mond. Bin mir aber jetzt nicht mal sicher. Wo ich mir aber sicher bin, dass hier zwei Monde drinne sind. Ja. Ich weiß nicht, das fand ich mega schwer. Alles gut. Okay. Einfach mit Cappy diese Dinger hier bewegen. Dann wird das schon, glaubt mir. Übrigens, hier gibt es natürlich auch wieder einen zweiten Mond. Der ist hier. Ich weiß, sehr, sehr fies. Aber habe ich natürlich auch gefunden beim ersten Versuch. Weil ich ja wusste, dass es noch einen zweiten Mond geben muss. Ach Mann. Ja, okay, die bleiben gespeichert, alles gut. Ich habe halt keinen Bock jetzt nochmal zu warten. Junge, das ist so dumm. Aber das Küstenland hatte ich sehr, sehr weit abgeschlossen in meinem privaten Account. Von daher
weiß ich ja auch einiges. Durchsuche das rotierende Labyrinth. 2 von 6 Monde haben wir jetzt schon innerhalb von 5 Minuten. Ist, denke ich, ganz gut. Die meisten Monde befinden sich, meine ich, unter Wasser. Es gibt auch noch so ein Tic-Tac-Turnier, wo ich gar nicht weiß, wie das überhaupt gehen soll. Da muss ich natürlich noch das Beachvolleyball schaffen. 100 Mal. Davor habe ich auch schon Angst. Hatten wir den Mond hier? Ja. Okay, wusste ich nicht mehr. Warum spielt hier eigentlich keine Musik? Einen Moment mal. Sieht mega schön hier übrigens aus. Hier ist natürlich noch die Sphinx. Sei gegrüßt, Reisender. Voila, wie lautet der Name? Das ist der Blubberstrand. Diese Antwort ist korrekt. Ja, aber wie immer. Ja. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby zu sein. Wie viele Fontänen hat das Ungeheuer versiegelt? 4. Hat die Sphinx noch mehr Fragen? Wenn du Fragen so begehrst, dann hätte ich eine weitere für dich, Reisender. Mal sehen, ob die dritte dich weiterbringt. Wenn man den Pro Controller schüttet, dann greift man an beim dem Cheep Cheep. Beeindruckend, drei wahre Antworten. Eine Frage, die ich mir mal wieder aufgehoben habe. Man braucht dafür das Urlauber-Outfit. Richtig, aber du hast das wirklich gewusst? Schwimmsachen sind hier ganz normal. Der Pirat ist auch ganz cool, selbst die Unterhosen. Moment, das war nur geraten, oder? Ein Zufallstreffer sozusagen, du Glückspilz. Nein. Also, die letzte Frage. Warum bin ich hier? Das weiß ich nicht mehr. Du magst Quizze. Ah ja, gut. Oh. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich, du all meine Fragen richtig beantwortet hast. Aber ich kann wohl nicht immer als Sieger aus dieser Fragerei hervorgehen. Wirklich gut gemacht. Nimm dies von mir. Meeresquiz gut. Hier ist natürlich auch noch ein Power Mode. Übrigens, da wo es leuchtet, das sind Münzen. Das weiß ich noch ganz genau, dass das nur Münzen waren. Wartet mal, was ist das hier denn für ein Tunnel? Habe ich noch nie gesehen, den Tunnel. Hier war ich noch nie drin. Powermond. Psst, das hier ist eine Abkürzung. Und wo führt die hin? Ach, hierher. Ach so. Ja, hier ist das Tic-Tac-Turnier, was ich meine. Da weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Hier sind noch lila Coins, die ich scheinbar übersehen habe, ich Trottel. Soll doch irgendwo im Mond sein. Ja, genau, hier gibt es einen neuen drinne. Stimmt. Bin natürlich wieder mal in die falsche Röhre gegangen. Falsch ist sie auf gar keinen Fall, denn wir können uns hier Münzen holen. Na gut, irgendwie bringen uns die Münzen hier auf den Account eh nichts, weil
Ja, ihr wisst schon. Wir können es hier nicht machen. Egal. Oh nein. Egal, irgendwie geschafft. Übrigens, die Mondanzahl, die wir jetzt in dem Part holen, die werde ich dann auch auf unserem Account holen, also auf unserem richtigen. Ich versuche auch die gleichen zu holen. Damit das immer schön alles synchron bleibt. Nur damit ihr das schon mal wisst. Damit ihr euch dann nicht wundert, warum wir auf einmal Monde weniger haben, quasi. Oder Monde mehr. Und die Seilsprünge werde ich. Ne, nicht Seilsprünge. Die. Wie hießen die? Das Volleyball werde ich sowieso auf dem Hauptaccount machen. Damit ich das hier nicht umsonst quasi mache. War da irgendwo noch ein Powermond? Und noch eine Röhre müsste ja auch irgendwo sein. Oder eine Huttür oder irgendwie sowas. Ja, hier ist eine Mondquaderröhre, die nehme ich auch. Hier ist ja nichts weiter, oder? Doch, hier oben war, glaube ich, was. Genau, ein Tic-Tac-Turnier. Ah, ne, ist gar keins. Jetzt kann ich nicht hier runter. Muss es aber ohne Cappy machen. Okay. Wir müssen mal wieder Mondstücke sammeln. Wie schon so oft. Ja toll, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das ist Betrug. Ich komme ja gefühlt aus dem Nichts. Da, ja, die kommen aus dem Nichts. Und der letzte Minimond. Mondstücke im Meer. Okay. Wir haben jetzt schon mittlerweile 11 Powermonde. Ach, das war cool. Fand ich halt wirklich cool. Ja gut, das war jetzt schlecht, das gebe ich gerne zu. Jetzt. Ihr müsst es nämlich genau treffen eigentlich. Die Kamera. Ich weiß, sie ist ja gar nicht so schlecht in dem Spiel. Mich nervt sie trotzdem manchmal immer wieder. In jedem 3D-Spiel. Ja, okay, perfekt. So müsst ihr das nämlich machen. Pieks, Roll und Kavum. Mist.
Jetzt gönn doch, jetzt schießt es kaputt. Ach so. Ich würde nicht gerne alles zerstören hier. Außer ich sterbe, dann mache ich es nicht nochmal. Oh, hier ist sogar ein Herz. Egal, von mir aus mach einfach kaputt. Nervt, ihr kleinen Drecksviecher. Nee, lol. Lol, lol, lol. Okay. Der Mond ist frei. Mehr gibt's hier eh nicht zu holen. Ziel Pieks und Karum. Gibt's denn nirgendwo ein Cheep Cheep? Doch, da. Am Land gibt's bestimmt auch noch irgendwo Monde, ich weiß, aber. Machen wir mal gerade im Wasser. Oh, Geld. Hey, da sind auch noch lila Coins, bin ich dumm? Konnte ich die denn alle übersehen? 85 jetzt schon. Ach, hier war die Tür. Och nee. Muss das sein? Das ist eine der schlimmsten Räume. Aber ich glaube, man musste einfach nur so schnell wie möglich hoch. Hoffe ich. Und ist hier einmal noch der Secret Mond. Ja gut, das gibt es aber auch noch mal einen viel schwerer. Strecken gegen die Zeit. Komm, lass mich einfach rein. Auch schön, dass wir heute wieder relativ viel mal schaffen. Das hier ist das Koopa Freerunning. Den Part werde ich erst machen, wenn wir in jedem Land nochmal waren. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Hier kann man übrigens auch noch hoch. Und dann müsste hier auch noch irgendwo ein Power Mond außerhalb sein. Genau. Hier zum Beispiel. Ein zartes Detail auf dem Glas. Ist der Mond eigentlich neu hier drinne? Ich weiß es nicht. Aber wir waren doch safe schon mal in dem Gemälde, oder? Na, vielleicht war das ja, waren wir in dem Gemälde. Aber das war vielleicht in dem verlorenen Part. Das kann ja sein. Denn das führt uns ins Kaskadenland. Und waren wir hier schon? Ja. Ach lol. Hey, wieso komme ich hier nicht rein? Hallo? Ich habe gerade vergessen, dass wir hier, ja, dass hier uns ja die ganzen Monde fehlen.
Weil wir haben hier ja halt nicht. Hier bin ich ja einfach nur durchgerannt. Ich würde mich nochmal auf den Leuchtturm teleportieren, damit wir mit dem Segelgleiter fliegen können. Allgemein scheinen hier noch Monde zu sein in der Nähe. Weil ich möchte mit dem ganz gerne auf die gelbe, ach da ist sie doch, Plessy fliegen. Weil ja, genau. Ich komme mit dem Ding immer noch nicht richtig klar. Ich weiß immer noch nicht, heißt sie Dowie oder Plessy, es tut mir leid. Okay. Eigentlich ganz einfach. Grüß dich, Dowie. Also doch, Dowie. Okay. Ich möchte dich kurz kapern, danke. Weil. Was, da ist noch eine Möwe? Lol. Flatterhaft über dem Meer haben wir somit auch. Kurz abstürzen lassen und dann weiter. Hier hinten noch irgendwas? Nee. Wir haben aber voll viel, ne? Wir könnten ein Try machen mit dem Volleyball. Mache ich jetzt auch. Wir haben ja noch nicht mal den ersten Mond hier, lol. Oh Gott, das ist ja mega schwer. Ne, ist eine blöde Ansicht. Also den ersten Mond können wir hier ruhig holen. Das ist ja nicht schlimm. Och Mann, ich könnte so ausrasten bei sowas. Hier sind noch lila Coins. Da sind auch noch lila Coins. Komm halt an. Nur noch 9 lila Münz, lila Coins. Danach haben wir schon alle. Ist krass. Ist leider kein Power Mond. Na gut. Ich denke nicht, dass wir hier jetzt schnell auf die Schnelle was finden. Zumindest sehe ich nichts mehr. Aber ich glaube, wir können uns so oder so mit dieser Leistung komplett zufrieden geben. Weil ich denke, wir hatten schon ewig nicht mehr so ein Part, wo wir so viel geschafft haben. Von daher ist es ganz okay. Aber war hier nicht noch irgendwo ein versteckter Mond im Gras, also im Seegras? Da hinten vielleicht?
Hey, was ist denn hier? Seid ihr dumm? Wirklich, das war eine der schlimmsten Sachen jemals. Ich habe mich noch nie so sehr erschrocken. Okay, das reicht. 20 Monde sind vollkommen ausreichend. Gut, dann machen wir im nächsten Part einfach mit einem anderen Land weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich hier für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Super Mario Odyssey. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.